Well played. Bam. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge vom Deckcheck. Ihr hattet ja in der letzten Woche darüber abgestimmt, welches Deck ich durchchecken sollte, und da waren ja zwei Decks auf demselben Prozentsatz. Deswegen habe ich mich ja dafür entschieden, dass ich beide Decks einfach durchchecken werde. Und wer die tödlichen Totems, also den letzten Deckcheck, nicht gesehen hat, sollte da oben in die Informationsbox auf jeden Fall reingucken, weil dieses Deck war wirklich geil einfach nur. Und jetzt geht es weiter mit dem Mogulok. Noch eine kleine Information an dieser Stelle, und zwar, falls ihr nicht wisst, wie und wann das mit dem Deckcheck läuft, guckt auf jeden Fall an jedem Dienstag auf meinem Kanal vorbei. Dort wird eine Abstimmung stattfinden, so circa 16 bis 17 Uhr rum. Dort könnt ihr dann darüber abstimmen, welches von drei Decks im Deckcheck durchgecheckt würde. So, und los geht es jetzt mit dem Mogulok. Es ist eins der sehr, sehr seltenen standardlegalen Combo-Decks, die noch existieren. Ich weiß, es gibt noch so ein paar Leute, die spielen Maligos Druid, oder aber Mekathun Warrior existiert auch noch. Aber das hier ist was ganz Besonderes, denn es spielt Mogu Cultist in Kombination mit Glinda Growskin. Gucken wir uns das ganze Deck einfach mal ein bisschen genauer im Detail an. Wir haben hier also unsere Combo, und zwar Mogu Cultist, Glinda Growskin und ein Sacrifice Outlet. Mogu Cultist hat im Battlecry: If your board is full of Mogu Cultist, sacrifice them all and summon Highkeeper Ra. Wer Highkeeper Ra nicht kennt, es ist eine 20-20 Kreatur, die am Ende des Zuges 20 Schaden auf jeden Minion auf dem gegnerischen Board schießt und auch auf den gegnerischen Helden. Super, super strong einfach nur. Zwar kein OTK, aber dafür ein extremer Power Spike einfach nur, mit dem man sich retten kann und oftmals gegen Agro-Decks oder Decks, die mit Waffen traden, einfach den Sieg rausholt. Natürlich muss man schauen, wie kriegt man diese 7 Mogu Cultists überhaupt aufs Board, und dafür ist Glinda Growskin hier in diesem Deck drin. Sie hat Minions in your hand have Echo. Echo ist eine Ability, die sagt, hey, du spielst den Minion raus und du bekommst nochmal die Möglichkeit, eine Kopie von ihm nochmals rauszuspielen. Und dann natürlich, wie gesagt, ein Sacrifice Outlet, das kann hier Grim Rally sein, wir haben da noch mehr, die zeige ich euch dann später, um wirklich Glinda dann zu sacrificen, weil sie nimmt ja eigentlich einen Platz weg auf dem Board, weil unser komplettes Board muss ja voll sein mit Mogu Cultist, deswegen sacrificen wir sie am Schluss, und wenn wir davor noch ein Echoed Mogu Cultist auf der Hand haben, bleibt er auf der Hand, wir können ihn also rauscasten und haben unsere Combo damit fertig. Weiter geht es also zu den Supportive Cards dieser Combo, denn es ist ultimativ wichtig, dass ihr viele verschiedene Möglichkeiten habt, wie ihr die Combo rausspielen könnt. Glinda ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Karten, die will man immer eigentlich rausziehen, und zwar am besten mit Japan Petto Joy Bars, da reden wir aber später drüber. Und natürlich den Mogu Cultist Schrägstrich, den Faceless Manipulator. Denn wenn man es schafft, einen einzelnen Mogu Cultist auf der Hand zu haben, ist es schon sehr, sehr gut, solange man über Geppetto Joy Bars, Faceless Manipulator und natürlich unsere Glinda Growskin zieht. So, wie soll das Ganze also ablaufen? Wir spielen Geppetto Joy Bars raus, haben entweder einen Mogu Cultist schon auf der Hand oder ziehen ihn hier mit Glinda Growskin aus ihm raus, aus dem Geppetto, und dann geht im nächsten Zug die Combo los. Alternativ funktioniert das Ganze natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr zieht eine Glinda aus Geppetto plus den Faceless Manipulator, habt aber den Mogu Cultist schon am Start. Was macht überhaupt Geppetto, und warum rede ich darüber, dass dann im nächsten Zug schon die Combo losgeht? Er sagt, hey, mein Battlecry ist, du ziehst zwei Minions aus deinem Deck und setzt ihr Attack, Health und Kosten auf 1. Ihr versteht also, wir können damit dann das Board extrem gut swarmen und Glinda für ein Mana rauscasten. Super, super strong einfach nur. Doch welche Möglichkeiten haben wir überhaupt, wenn wir über Geppetto Joy Bars unsere Growskin plus ein Mogu Cultist hier rausgezogen haben, um das Board dann wirklich so hinzubekommen, dass wir unseren Highkeeper Ra an den Start kriegen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dafür brauchen wir natürlich noch ein Sacrifice Outlet. Und da muss man sagen, gibt es wirklich große Unterschiede. Denn wir haben natürlich unser Main Sacrifice Outlet, Grim Rally. Sie sagt nämlich, hey, zerstöre einfach direkt einen freundlichen Minion und gib allen anderen +1/+1. Hierbei ist natürlich nur wichtig, dass es ist, destroy a friendly Minion. Denn ihr müsst
Geländer zerstören, um die Combo wirklich zu enablen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier kommt aber auch wieder Geppetto ein bisschen mit ins Spiel rein. Und Geppetto ist sehr, sehr cool in Kombination mit Dark Possession und Mortal Coil. Denn wenn ihr Glinda über Geppetto gezogen habt, ist sie ja eine 1-1er Kreatur für ein Mana. Das heißt also, ihr könnt sie auch zerstören über Dark Possession oder alternativ natürlich über die Mortal Coil. Habt also zwei weitere Sacrifice Outlets. Doch passt auf, Leute. Falls ihr jetzt denkt, hey, ich habe doch noch Plague of Flames in meinem Deck drin, die sacrifice doch auch ein Minion. Ihr sacrificet euch das komplette Board und dann steht ihr wieder bei 0 da. Das heißt also, diese Karte ist hier in dieser Combo tabu. Weiter geht es zu unseren AOE-Removalen. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr durchs Spiel durchkommt. Ihr habt extrem viele Agro-Decks im Wild, ihr habt extrem viele Powerful-Decks, die versuchen euch mit einem fetten Board zu overwhelmen und da gibt es wirklich schöne Combos oder wirklich schöne AOE-Destro-Möglichkeiten im Warlock. Eine davon ist Reform Scheme plus Plague of Flames oder alternativ Fiendish Circle plus Plague of Flames. Das Ganze kostet 4 oder alternativ 5 und zerstört so viele Minions, wie ihr eben aufs Board beschwören könnt. Das heißt also, bei Rafarm Schemes sind es maximal 7, dann haut ihr dann Plague of Flames raus und ihr zerstört 7 gegnerische Minions und eure 7 Imps. Fiendish Circle ist da ein bisschen schlechter, es kostet mehr Mana, macht aber ungefähr das gleiche. Ihr castet oder ihr bekommt 4 Imps hier aufs Board und zerstört die dann und auch 4 gegnerische Minions. Doch das ist noch nicht alles an Multi-Target-Removal, die wir hier haben. Wir haben natürlich auch noch die typischen Hellfires mit am Start, 3 Schaden auf alle und Twisting Nether für das Late-Game. Doch wir brauchen nicht nur AOE-Removal, um die Boards clear zu halten, denn es gibt ja auch noch sehr, sehr viele Mech-Hunter da draußen und da sind Single-Target-Removal natürlich das A und O. Ich habe jetzt hier Mortal Coil mal mit reingepackt, weil es ja an sich auch ein Single-Target-Removal ist. Shadowbolt sehr, sehr wichtig, um im Early-Game zu handeln. Bane of Doom, sehr, sehr gute Karte, um euch ein bisschen Board zu generieren. Die Demons, die ihr daraus ziehen könnt, sind meistens ganz annehmbar und müssen getradet werden oder ihr könnt sie nutzen, um zu traden. Und natürlich Siphon Soul, ein 6-Mana Restore 3 Health and Destroy a Minion Spell. Geile Sache, wird auf jeden Fall mit reingepackt. So, das war also alles, und dann kommen wir noch zum krönenden Abschluss zu unseren Meta-Cards. Warum Meta-Cards? Weil es hier immer von der momentanen Meta bei euch abhängig ist. Zum Beispiel sehe ich das so, wenn ihr gegen sehr, sehr viele Agro-Decks oder sehr, sehr viele High-Value-Minion-Decks spielt, die das Board immer wieder vollklatschen, empfehle ich euch wirklich, spielt ein zweites Plague of Flames. Es ist in Kombination mit eurem Rough Arms oder alternativ mit dem Circle wirklich stark und kann dafür genutzt werden, um schneller halt das Board wieder clear zu halten. Ist halt ein billiger Twisted Nether, wenn man es mal ganz ehrlich sagen möchte. Und man hat halt einfach Destroy-Möglichkeiten, die man sonst im Early-Game einfach nicht hat über Hellfire oder andere Alternativen. Und dann natürlich noch Plot-Twist. Er ist eine der wichtigsten Karten, falls ihr Glinda Growskin wirklich ziehen solltet, sie aber nur noch über Geppetto rausspielen könnt, um die Combo zu enablen. Das bedeutet also, er ist gut, um eure Combo wieder stabil ins Deck reinzubekommen. Alternativ nutze ich ihn aber auch gerne mal, wenn man ihn doppelt spielt. Dafür wirklich durch unser Deck durchzucyclen und sagen, der Gegner hat ein fettes Board, ich brauche AOE-Removal, ich suche mir AOE-Removal. Zweimal ziehe 10 Karten ist einfach, oder zweimal ziehe 9 oder 8 Karten ist wirklich eine starke Sache, besonders wenn man in der Bredouille oder sowas mit drin ist. Denn man bekommt ja hier keinen Damage oder desgleichen. So, das soll es also gewesen sein mit dem Deckcheck für den Mogulok. Es folgt jetzt noch Gameplay dazu und wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt mir das doch sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare, zum Beispiel neue Decks, die ich mal durchchecken könnte. Und lasst für mehr Deckchecks, für mehr Hearthstone und mehr Gaming einfach mal ein Abo da. Vielen Dank und viel Spaß bei den Gameplays. Game Nummer 1 gegen einen Rogue. Ich bin mal gespannt, wie unser Deck performen wird, weil es halt doch schon ein bisschen schwieriger ist, gegen Agro-Matchups hier klar zu kommen. Wir haben jetzt hier Geppetto mit direkt auf der Starthand, um unsere Combo theoretisch zu enablen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir ihn überhaupt halten sollten hier gegen wirklich sowas Aggressives. Ich denke einfach mal, wir müssen schauen, dass wir wirklich Early Game bekommen, dass wir unser AOE-Removal hier mit an den Start kriegen. Sowas wie zum Beispiel Plague of Flames oder sowas wäre sehr, sehr gut. Sowas wie unser Scheme und sowas sind wirklich gute Sachen, die wir hier auch spielen wollen. Wir kriegen jetzt hier eine 2-Drop. Das ist
Das ist eine Sache, mit der ich umgehen kann und die ich auch sehr, sehr gerne jetzt hier an dieser Stelle sehe. Ich hoffe einfach mal, er spielt ein bisschen was Interessanteres so im Rogue. Vielleicht nichts, was so extrem aggressiv ist, obwohl es halt wirklich schwierig ist, eigentlich mit dem Rogue wirklich zu sagen, dass es nicht so aggressiv ist, weil ich glaube, ich habe das letzte Mal, wo ich einen Control Rogue oder einen Control Ligeren Rogue gesehen habe, war damals in Whispers of the Old Gods, wo wir den Death Rattle Rogue hatten. Und ansonsten war es eigentlich immer Tempo, Midrange oder Combo Rogue. Also dieser Maligos Rogue geisterte ja doch auch noch sehr, sehr lange Zeit durch die Gegend. Und es war auch ein gutes Deck, man kann es nicht anders sagen. Es war wirklich ein gutes Deck. Aber jetzt sind halt die ganzen, solche Decks halt einfach, finde ich, ein bisschen unplayable geworden. Dadurch, dass die Aggro-Schiene wieder extrem stark vorhanden ist. Dadurch, dass hier, ich möchte es mal Combo Murloc sehr, sehr stark wieder in der Meta sind. Wir machen so Doppel-Faceless Manipulator. Ja, wir holen uns mal noch einen Demon ran. Das ist dein Scheiß Ernst. Ich wollte mir den billigen Demon ranholen, aber die kosten halt alle 1 Million Mana, hey. What the hell? What the hell einfach nur. Leider noch kein Cultist ready. Blink Fox. Ja. Okay. Erste Karte auf seiner Seite. Die Rally. Wir live-tabben und ziehen. Das ist sehr, sehr gut. Das möchte ich auch direkt mal ausspielen. Einen Summoning Lucky. It's still good. Nice. Okay, er kann zwar jetzt hier mal einen 2-1er töten, aber dann können wir seinen 3-3er erstmal zerstören. Uns fehlt nur noch ein Mana, bis wir wirklich auf unser Value gehen können. Wir können im nächsten Zug eigentlich auch Bane of Doom, da müssen wir eigentlich hier gar nicht so die großen Trades machen. Finde ich eigentlich okay. Backstab. Ja, okay, er kann mein ganzes Board removen. Aber trotzdem ist Bane of Doom gut. Trotzdem ist Bane of Doom eine sehr, sehr schöne Karte. Dann kontrollieren wir weiter über den Rift Cleaver. Und so weiter und so fort. Komm, du hast nicht den Miscreant. Me too. Ah, und er kann ihn totrushen. Oh, man. Oh, man. Das ist halt wirklich nicht gut. Ja, müssen wir ihn hier Bane of Doomen. It's science, fool. Okay, wir kriegen gleich 3 Damage. Kriegen aber dafür eine echt fette Kreatur an den Start, die er uns vielleicht bounced. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir lang genug überleben. Und das so, das ist halt. Ich glaube, das ist wirklich die Problematik mit dem Deck. Wir haben weder Rough Farm Scheme, noch die Plague, noch Hellfire, noch Glinda, noch irgendwas in die Richtung. Und das sackt halt übel. Twisting Nether können wir nicht spielen. Da wir zu wenig Mana haben. Das heißt, wir kriegen jetzt übelst viel Damage in diesem Zug. Er könnte seinen doppelten Lackey, seine Lackey Power hier rausbringen. Wir könnten versuchen, uns die Karten jetzt ranzuholen über Plot Twist. Wir haben da ziemlich groß. Oh mein Gott, Hellfire. Oh Gott, yes, Hellfire. Nice. Ich überlege mir gerade echt, ob ich Plot Twisten soll, um mir 7 neue Karten auf die Hand zu geben. Ich glaube, das ist der richtige Zug, weil wir halt echt nichts haben, was wir nutzen können. Ja. Ja. Ja, ist gut. Ja, ist sehr gut. Komm, die Plague haben wir auch noch. Nee, haben wir leider nicht. Das ist schon mal deutlich besser. Damit können wir highrollen auf Glinda, Riftcleaver, Mogu. Es ist halt leider nicht der perfekte Highroll. Okay, das covert sich noch eine Karte. Sind es jetzt die zweite. Nochmal ein Blink Fox, war klar. Die dritte Karte, das ist der Shadow Bolt. Und über den Shadow Bolt können wir doch auch arbeiten. Erstmal Sinister Deal. Discover a Spell. Holen uns den Spell.
Circle. Kill. Life Tap. Aber warum kriegen wir so oft diese Dark Possession? Wisst ihr, unser Problem ist einfach gerade, dass wir müssen jetzt richtig hart highrollen, dass wir wirklich hier das Ganze noch hinkriegen. Wir brauchen unsere Plague of Flames. Wir brauchen unsere Glinda. Wir brauchen unseren Mogu Cultist. Er wäre in Lethal Reichweite, Leute. Er wäre einfach in Lethal Reichweite. Schwierig, so schwierig. Damit hat er halt seine Quest fertig und wird uns jetzt halt jeden Zug immer wieder Damage reinhauen. Das ist halt nicht wenig. Da kommt die Plague of Flames. Es ist zu viel Damage, den ich kriegen würde, gell? 7, 10, 3 Damage müsste er zusätzlich machen. Das ist halt super gut möglich. Das ist halt super gut möglich. Ich glaube wirklich, dass wir gegen aggressive Decks mit diesem Deck überhaupt kein Land sehen werden. Ich meine, er tradet die ganze Zeit, er hittet uns für viel Damage. Wir müssen jetzt gucken, dass wir über Geppetto irgendwas machen können. Wenn er jetzt einen Leeroy hat oder so, sind wir halt sowieso schon eigentlich in einer toten Position, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Duel. Lol. Er hat mir damit actually mein Ding ein bisschen leichter gemacht. Wenn wir jetzt den Riftcleaver ziehen würden. Ah, das ist nicht der Rift. Wir müssen Geppetto riskieren jetzt an der Stelle. Komm! Nein, warum habe ich nicht die richtige Karte gezogen? Ah. Warum habe ich nicht den Mogu Cultist gezogen? Dann hätten wir Lethal gehabt. Okay. Das ist beängstigend. Zumindest ein wenig. Siphon Soul maybe oder Mogu. Wir haben die Combo. Haben wir die Combo? Wir haben die Combo nicht, gell? Haben wir die Combo? Nehmen. Uns fehlt immer noch ein Mogu Cultist. Goddammit, Leute, wir sind so knapp vor der Combo. Wir spielen es jetzt trotzdem einfach. Einfach nur, dass er sieht, was wir vorhatten. Obwohl, warte mal, wir haben doch Lethal, oder? Haben wir Lethal? Haben wir Lethal? Theoretisch müsste ich ihn doch auf der Hand haben, auch wenn ich Glinda töte. Oh mein Gott! The storm is coming! Well played! Boom! GG, Rogue! GG! Oh mein Gott, was für eine Combo! Oh, es ist perfekt, Leute. Oh mein Gott, ich liebe dieses Deck so sehr, dass wir hier die Combo durchgekriegt haben. Ich habe mich echt erst gefragt, ist die Echo Card, wenn ich Glinda töte, noch auf meiner Hand? Aber da es so war, haben wir einfach fucking Lethal gehabt, Leute. Oh mein Gott, es ist so amazing einfach nur. So, und weiter geht's jetzt mit Game Nummer 2. Ich bin bombastisch gehypt, dass wir einfach im ersten Game direkt die Combo rausbekommen haben, ey. Puh, bis gleich. Game Nummer 2, wieder gegen einen Rogue. Wir haben ja gerade eben schon gesehen, wie gut diese Combo einfach funktioniert. Aber ob das dieses Mal auch noch passieren wird, ist halt die andere Frage. Ich finde Reform Scheme und Dark Possession ganz okay. Ich möchte trotzdem Dark Possession nochmal wegpacken. Und eine Mortal Coil mitnehmen. Das ist in Ordnung. Damit können wir gegen das Early Game eines Rogues ganz gut ankommen. Better Joy Bar ist auch schon direkt auf der Hand. Und wir kriegen...
Ich glaube, ich bin ein bisschen Riftcleaver anziehen, so ein Riftcleaver-Magnet. Ich meine, letztes Spiel hatten wir den auch schon und der hat halt einfach nichts gemacht, außer meine Hand zu, mein Board zugemüllt. Okay. Spiel die Cat und bounce die Cat und spiel die Cat. Coined. Quested. Catted. Hat er jetzt hier nicht einen Fehler gemacht? Hätte er nicht spielen sollen? Quest, Coin, Cat, Shadowstep, Cat? Okay. Ich meine, hey, wer bin ich zum Urteilen? Aber ich meine, es wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, das so zu spielen. Wir gehen auf den Destro-Dude. Weil er uns einfach den Vorteil gibt, dass wir unser Reform-Scheme plus die Plague of Flames weiterhin hier aufbauen können. Er attackt natürlich. What else? Er wird gebufft und er ist ein bisschen uncool. Wir Lifetaben, nehmen hier noch ein bisschen Damage. Nehmen nochmal ein bisschen Damage. Ich sag doch, ich bin ein Magnet. Ja, im nächsten Zug spielen wir das plus Plague. Außer alternativ, er spielt nochmal irgendwas anderes raus. Dann können wir auch Rough Farms plus Plague spielen. Knife. Face. Okay, er spielt nichts raus. Dann werde ich ihn hier nur spielen plus Plague. Lifetap. Mogu Cultist ist im Haus. Nice, aber wir haben ziemlich wenig Leben. Das ist natürlich nicht so nice. Unsere High Rolls sind. Unsere High Rolls sind. Siphon Soul. Das ist. What the fuck, Blizzard? Was ist hier los? Blizzard, was ist da los? Und ich habe das jetzt absichtlich so gespielt, weil wir im nächsten Zug dann Siphon Soulen können. Der 3-3er ist nicht so gefährlich, da ist der 4-3er für mich ein bisschen stressiger. Evil Miscreant, okay. Evolve den vielleicht noch. Vielleicht hat er wirklich so viel Glück gehabt und kriegt den Evolve Lecky. Nein, das ist der 1-1er. Vendetta. Oh lol. Doppel-Vendetta. Okay. Bounce. Nee, doch Evolve. Okay. Komm. Ist actually ziemlich gut gelaufen für ihn, wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, den Dude zu haben, das ist ziemlich strong. Wir machen einen Turn. Okay, wir müssen Geppetto highrollen. Ja, er klaut sich noch eine Karte. Kriegt damit die bessere Waffe. Wir können noch mal Hellfire. Obwohl Hellfire uns halt schon in eine Position bringt, die nicht optimal ist. Aber wir müssen es tun. Hellfire. Kill. Sieben Imps. End Turn. Okay, wenn er uns jetzt in diesem Zug nicht liefern kann und kein AOE-Removal am Start hat. Alles, was ich wollte, Leute. Alles, was ich wollte. Gott, damit wir haben Glinda nicht gezogen. Wir haben Glinda nicht gezogen. Shit. Okay. Er holt sich also eine Kopie. Hittet uns runter. Oh Glinda, warum hast du mir das angetan?
Mortal Coil. Bane of Doom. Damn it, Leute. Boah, das sind halt mal richtig schlechte Karten. Wo ist unsere Glinda, hey? How much is this worth to you? Ich hab wirklich gedacht, wir haben das Glück. Okay, er macht auch ein paar richtige Spielzeuge draus. Einzug haben wir noch. Einzug haben wir noch. Siphon Soul. Nee, das war's, Leute. Das war's leider. Keine Glinda, kein Play. Keine Glinda, kein Play. Oh mein Gott, komm, equip direkt Jiraxxus. Ja, und das ist das Problem, wenn man halt nicht die richtigen Karten sieht. Schade, aber ich meine, hey, war trotzdem ein gutes Game. Wir haben versucht, uns hier zu cyclen. Wir hatten den Highroll auf Geppetto. Wenn Geppetto wirklich hier uns Glinda rausgezogen hätte und von mir aus auch noch ein Faceless Manipulator oder so, wären wir fein gewesen. Dann hätten wir ihn töten können, aber so leider nicht. Und deswegen, liebe Leute, sehen wir uns gleich in Game 3 nochmal. Game Nummer 3, Mirror Matchup. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen was machen können gegen Justin Butter. What? Okay, das ist überhaupt keine gute Starthand. Obwohl wir damit halt den absoluten Highroll auf Glinda plus Mogo hätten, wenn wir auf Turn 8 kommen. Aber ich glaube, wenn er wirklich Zulok spielt, dann werden wir diesen Highroll halt nie mal. Goddammit. Jetzt warte mal, können wir es trotzdem schaffen? Können wir das trotzdem schaffen? Ich glaube, Glinda muss ein Zug liegen bleiben, damit wir das hinkriegen könnten. Die Frage ist, wie töten wir sie halt aber dann? Sie hat halt 7 Leben! Wir müssen sie zurückschaffeln. Plot Twist Time. Wir können nichts anderes machen. Wenn wir sie nicht zurückgeschaffelt bekommen, haben wir die Arschkarte. Eieiei, und ihn werde ich auf jeden Fall vorher mal rausspielen. Weil die Portals sind jetzt nicht so schlimm, wenn wir die nachziehen würden. Er macht uns jetzt auch nicht so viel Damage, hielt sich hier. Er spielt es wirklich ein ganz typisches Quest-Deck. Hat sich hier dafür entschieden, mal ein bisschen Quest-Action zu machen. Nice, kriegen wir weniger Damage. Er zieht noch eine Karte. Kann jetzt hier auch die Sachen shuffeln. Ich weiß aber nicht, ob er das jetzt schon will. Mortal Coil. 10 Karten, meine Hand ist zu voll. Eins, zwei, wir sind im nächsten Zug auf 6 Mana. 1, 2, 3, 4, ich brauche halt 6 Mana allein schon, um das Board voll zu kriegen. Nee. Ich brauche jetzt 6 Mana allein schon, um das Board nochmal voll zu kriegen. Dann brauche ich nochmal 6 Mana momentan, um Glinda zu töten. Also irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Allein bräuchte ich ja sogar 7 Mana, um Glinda noch actually zu töten. Komm, du kriegst jetzt keinen Betrug, oder? Aber sein Highroll ist halt bombastisch. Of course it's the right way.
Wir müssen halt gucken, wann wir unseren Twisting Nether halt einsetzen. Das müssen wir auf jeden Fall smart machen, sonst stehen wir da ziemlich dumm da. Live-Tap nochmal. Neue Karten auf der Hand. Sinister Deal. Das ist doch eine Karte, die ich gerne sehe, weil damit holen wir uns jetzt den 2 Damage Lag hier, schießen ihn hier ab, ziehen eine zusätzliche Karte und das wird der Plot-Twist sein, den wir brauchen. Nein, das ist Reform Scheme. Wir haben wieder 9 Karten und das zackt doch echt hard balls. Wir live-tappen. Coinen. Machen uns 2 Damage. Holen den Taunter. Spielen den Taunter. Machen den Turn. Und er hat seine Quest halt jetzt fertig. Aber damit hat er halt alles eigentlich aufgegeben, was er hier hätte haben können. Und wir sagen, der Dude, den möchte ich erstmal gar nicht haben. Ich meine, Betrue könnte für uns ganz interessant sein, wenn wir den jetzt rausspielen im nächsten Zug. Er wird jetzt halt sein Board vollhauen mit Legendaries. Und dann auch noch mit Zero Cost Legendaries. Boah. Dieses Deck ist halt ridiculous as hell und wir haben halt noch nichts gezogen, was uns irgendwie helfen könnte. 0, gar nichts. Glinda und Mogu auf der Hand sind halt einfach super dumm. Okay, er hat... Oh, er hat trotzdem den gekriegt? Gib mir den auch mal. Ich möchte ihn nicht angreifen. Ich greife ihn trotzdem an. Dann können wir ihn im nächsten Zug mit Betrug töten. Er hat echt einfach nochmal einen Archvillain Rafarm in seinem Deck. Oh, ist das ridiculous. Ist das halt ridiculous. Oh, wow. Oh, wow. Oh, shit. Oh, shit. Ja, das Board muss erstmal gehen. Das kann ich nicht handeln. Komm, Plot Twist. Ja, Single Target Removal hier jetzt am Start. Ah, wo bleiben unsere Karten? Oh, yo. Yo, alles klar. Ah, oh, Plot Twist. There it is. Nice. Ich wusste, dass er mir irgendwie noch was bringen würde. Back to the office. Und auf meine Hand. Oh, nein, schon wieder Glinda auf der Hand. Oh, come on. Komm, das ist doch dein... Kann jetzt nicht dein fucking Ernst sein, oder? Give me your heart! Okay. Kannst du Betrug töten? Das ist jetzt die große Frage. Hast du irgendwelche Legendaries, die Legendaries töten? Nee, Black... Oh no. Oh no. Echt jetzt? Ragnaros? Okay, wir kriegen 8 Face. Yes, okay. Komm, was Gutes. Es ist leider nicht ausreichend, gell? Ja.
destroy. Wir haben einfach zu wenig Mana, um unser Board zu füllen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, aber wir haben zu wenig Mana. Ne, dammit. Ich wollte den Plague of Flames ziehen. Wir haben einfach zu wenig Mana gehabt. Das wäre so schön gewesen. Stellt euch mal vor, wir hätten wirklich volles Mana gehabt. Dann hätten wir perfekt lethern können. Dann hätten wir perfekt lethern können. Ach, komm. Wisst ihr, wie mein Plan war? Wisst ihr, wenn Glinda nicht einfach 6 Mana kosten würde, hätten wir jetzt dann, wenn wir es ja auch nur ein bisschen billiger gemacht hätten, hätten wir Glinda spielen können, unsere Dudes raushauen können, die zwei Kollegen, die wir eh auf dem Board haben, uptraden und dann den Shadow Bolt auf Glinda spielen, um den letzten Kollegen rauszubringen. Für 1 oder für 0. Oh, Leute. Ja, ich hätte mal gesagt, wir kommen dann gleich jetzt zum Resümee. Ihr merkt schon selbst, dass es echt ein krasses Funding ist und dass es meistens nicht so gut funktioniert, wie man es sich wünschen würde, weil die Gegner halt einen irgendwie outvaluen. Wenn es ein Combo-Deck ist, dann im Late-Game ist es ein Agro-Deck, dann im Early-Game. Aber, dass wir jetzt einmal hier, und zwar direkt im ersten Game, die Combo rausbekommen haben, sagt doch schon alles, Leute, oder? Das war ein Agro-Schurke, der wirklich viel Potenzial aufs Board gebracht hat, der wirklich dafür sorgen konnte, dass er uns die ganze Zeit pusht. Und wir haben im letzten Zug, möchte ich behaupten, wo wir das Game gewinnen könnten, haben wir es geschafft, unsere Combo rauszukriegen und sind eskaliert einfach nur. Es ist halt wirklich wichtig, dass man über Geppetto Joybus hier seine Pieces zusammenkriegt. Ich glaube, wenn man hier die Wild-Variante spielt, wo man dann noch sowas wie Emperor of Thorison oder sowas in die Richtung hat, funktioniert es natürlich deutlich, deutlich stärker einfach. Nur weil man sagt, hey, ich habe meine billigere Glinda, ich habe meinen billigeren Mogu-Cultist und Faceless Manipulator, kann die dann so krass cyclen. Und auch mit ein paar deutlich stärkeren AOE-Removal mit am Start. Stell dich einfach mal vor, wir hätten einen Demon Wrath oder sowas hier noch mit dem Deck, in dem Deck mit drin. Das würde sehr, sehr gut funktionieren, würde ich behaupten, gegen Agro-Decks. Aber man muss halt auch bedenken, Leute, im Wild-Bereich sind halt auch nochmal deutlich stärkere und schnellere Decks mit am Start. Naja, trotzdem würde ich sagen, es ist ein 100 von 100 Punkte Fun-Deck, auch wenn es nicht so oft funktioniert. Man denkt sich immer so, ah, so knapp vor der Combo war man jetzt und es hat nicht geklappt. Es ist halt sehr, sehr schade, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Deck und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, zeigt es mir natürlich gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren für mehr Hearthstone-Content. Und dann haut mal rein. Bis die Tage. Tschüss.